bei dem ersten Henker, den ich gerade kille. Wenn er sich mal backsteppen lässt, danke. Genau, da ist die große Glut. Perfekt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo man den einen Ring noch gekriegt hat. Welchen? Womit die Fast Roll verändert wird. Du, das weiß ich. Das war, glaube ich, im Wald gewesen. Ja, ich glaube auch. Ja, ich befreie jetzt erstmal den Pyromanten hier. Gut, jetzt wird der aber ein Feuerbandschrein sein. Verdammt. Egal. Ich werde da auch gleich einfach hingehen wieder. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich hab was vergessen. Oh. Wären wir dement? Ne, das bin ich schon. So, wären wir. Weiß nicht, gibt's doch eine weitere Stufe? Dementer. Dementer, wären wir Dementer? Was auch immer Dementer ist. Sag mal, wie fühlt sich das eigentlich an? Zum Kacknoob zu sein oder was? Ja, genau das meine ich. Weiß schon genau. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier ist die große Glut. Ich kann's dir sagen, wie sich das Ganze anfühlt. Verdammt scheiße. War ja nicht hier gewesen. Der große Loot ist da nicht gewesen. Nee, ich bin jetzt runtergefallen. An der einen Stelle und das ist leicht scheiße. So. Kanalkammerschlüssel. Ich meine, den brauchte man sogar. So, nehme ich erstmal den normalen Feuerball mit. Was hat er denn jetzt schon wieder auszusetzen? Ja, ich bin jetzt ganz runtergefallen. Was ist für dich denn ganz runter? Basilisken. So. Ja, im Zweifelsfall hast du ja hoffentlich noch harte Seelen, ne?
Gut, ich habe meine Pyromantieflamme. Oh, warte mal, habe ich schon wieder vergessen, irgendwas in Zauberei zu stecken? Nee, zum Glück nicht. Nee, ich habe nur die Zauber nicht eingestimmt. So ein Idiot. Aber das finde ich an Dark Souls 3 zum Beispiel geil. Du kannst die Pyromantieflamme selbst dann verwenden, wenn du keine Zauber ausgerüstet hast, irgendwie. Ich glaube, du kannst damit dann einen Nahkampfangriff machen, ne? Ja, irgendwie so. Finde ich eigentlich eine gute Lösung. Ich meine, da müsste erstmal drauf kommen, auf so eine Idee. So, Blatrix ist also unten bei den Basilisken. Ich bin da jetzt allerdings schon raus. Weil wir das später zusammen machen werden. Und hier ist auch der Finstergeist, der NPC. Ja, bist du am Leben? Ja. Ja. Schon ein bisschen gemein. Scheiß Köter! Mann. Ich weiß genau, warum ich mir kein Haustier zugelegt habe. Das Einzige, was ich mir zulegen würde, wäre eine Katze. Eben. Die musste nicht ständig... musste nicht ständig Gassi gehen, da musste im Prinzip gar nichts machen. Katzen, die denken sich, wenn du nach Hause kommst, oh, mein Mitbewohner kommt wieder. Mhm. Und jetzt fütter mich. Kanalkammerschlüssel benutzt. Yay. Die Analkammerschlüssel. Das Bonfire wäre auch eines der Bonfires, die ich aufwerten würde. Halte ich eigentlich auch vor. Hier kriege ich auch die grünen Scherben. Das ist das Schöne. Oh, jetzt kann ich mich nicht ans Bonfire setzen wegen Kirk oder was. Jo. Was hast du erwartet? Blatrix große Wunschparade oder was? Ja, so ungefähr. Jetzt muss ich nach unten nach Kirk oder was? Jo. Übrigens haben wir hier auch den besten Spot, um Humanities zu farmen. Die scheiß Ratten geben nämlich ganz gerne meine Humanity. Das werden wir dann wahrscheinlich auch, wenn wir mit der Aufnahme hier fertig sind, mal ein bisschen machen. Beide. So, bei der nächsten Aufnahme, ja, wir haben ein bisschen gefarmt, 99. Ja. Das unendliche Inventar haben wir gerade feststellen müssen. Ist nicht unendlich. Leider. Und du kannst hier auch deine grünen Scherben und das toll farmen. Ich glaube, das werde ich auch ein bisschen machen. Also, weil bei diesen Gegnern kannst du nicht nur grüne Scherben, sondern auch Dings farmen. Die anderen Scherben, die ich brauche.
Bei mir ist es grundsätzlich so. Ich kriege immer die Scherben, die ich nicht brauche. Als ich meinen Charakter gespielt habe, wo ich die grünen Scherben brauchte, habe ich nur die anderen gekriegt. Wenn ich dann die anderen... Kirk ist getötet worden. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch bei mir töten. Und eine Menschlichkeit dafür erhalten. Du bist unmenschlich, weißt du das? Ich weiß. Und gleich Invasion von so und so. Nein! Das wär's, ey. Nee, aber da sind wir dieses Mal ziemlich glücklich, ne? Ich kann da eigentlich auf Invader komplett verzichten, ey. Das finde ich zum Beispiel ist immer noch saugut an Bloodborne gelöst worden. So. Wir haben hier Dieselcrawler. Dieselcrawler sehe ich auch gerade. So, und entfachen. Weil das kann für den Boss, der hier kommt, schon ein bisschen wichtiger werden. Also ich wäre beim Bonfire. Ich ebenfalls. Ich habe dich, glaube ich, so eher eben gerade gesehen. Das kann gut sein, ja. Gut, wer zuerst? Dann Chatu. Ja, kratz dich mal hin. Alles klar. Wir können bei dem Boss auch Solaire beschwören. Hatte ich auch vorgehabt. Das haben wir bei unserem ersten Spieldurchlauf nicht gemacht. Echt? Nee, haben wir nicht. Ich glaube, da wussten wir das irgendwie nicht. Doch, da wusste ich es eigentlich. Ich, außerhalb des Raumes, in einer Ecke. Außerhalb des Raumes. Ja, so die, du gehst diesen langen Gang ja durch, ja. Und direkt rechts rum in der Ecke. Rum ist immer gut. Da habe ich mich hingekratzt. Rechts rum in der Ecke. Dum 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 dum. Ist dir gerade auch so langweilig wie mir? Ich glaube, mein Kameramann, der ist gleich ordentlich aus der Puste. Der muss ganz schön hart um mich rumrennen gerade. Ich frag mich sowieso immer, wie sieht das mit dem Kameramann aus? Das einzige Spiel, was das mit dem Kameramann halbwegs logisch hingekriegt hat, ist, ob man es glaubt oder nicht, Super Mario 64. Ja, und der Kameramann ist dort ist das größte Arschloch im gesamten Spiel. Ja, aber es ist ja eigentlich auch ein Gegner. Da war dein Zeichen kurz und es ist weg. Okay. Wollte gerade hingehen, wollte gerade und dann war es weg wieder so. So rein im Sinne, nein, du darfst dich nicht beschwören. Du darfst ihn nicht beschwören. Okay, da haben wir dich. Gucken, vielleicht schaffen wir es ja mal, dass du genau in mir spawnst. Dass wir dann quasi als siamesische Zwillinge durch die Gegend laufen. Währenddessen habe ich so ein bisschen die Schleime schon mal bekämpft, aber ich habe kein Loot-Glück. Ich auch nicht. Oh nein, du verdrängst mich. Du willst kein siamesischer Zwilling sein. Okay. Kannst du weg, wenn ich dich da so in der Ecke dränge? Na egal.